Und zurück im Schattentempel, Freunde. Jetzt wird's richtig episch und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da eigentlich weiterkommen soll. Ich frage mich allerdings gerade, ob ich hier vielleicht mit den Gleitstiefeln direkt rüberkommen würde. Und ich hätte die Verhores Donnersturm doch einsetzen sollen. Ich Trottel! Ja, ich Riesentrottel, aber wisst ihr was? Ja. Ich wollte doch gerade sagen, wisst ihr was? Ich könnte sie ja mal testen, aber um ehrlich zu sein, wäre es eine schlechte Idee. Ich habe sowieso schon zu wenig Magie. Hat sie noch etwas drin? Kann sowieso down wieder neu. Ja, Magie! Verdammt, Bomben. Ich sammle genug Magie. Mal kurz gucken, wie viel kostet der? 6? Oder geht der eigentlich noch? Okay, Freunde, wisst ihr was? Nur mal um kurz zu testen, wie der eigentlich funktioniert. Weil ganz ehrlich, ich habe den schon seit Ewigkeit nicht mehr eingesetzt. Verrohres Donnersturm sollte eine Art wie ein Warpunkt sein, so ähnlich wie das mit der Tante in. Doch nicht ähnlich. Wie das mit der Tante bei Twilight Princess. Dachte ich zumindest, aber offenbar geht es nur zurück zum Tempelanfang, oder? Ja, ist ja auch egal. Was habe ich denn noch für ein. Genau, das wollte ich. Upp. So, und die Pfeile ausrüsten. Wieso? Ganz einfach. Ich habe doch dort 3 Augen. Und was mache ich mit Augen? Ich schätze mal drauf schießen, auch wenn sie geschlossen sind. Ich kann es mal versuchen. Ansonsten habe ich noch. Wobei mit dem Endhaken müsste es auch gehen. Sonst Bomben. Bringt vielleicht auch noch was. Ja, ist gut! Wo bin ich? Ah, noch nicht da. Wow! Das war knapp! Fast zu spät gesehen, aber nur fast. Ach, hier war's nicht. Sag mal. Ne, ich kann durch, sehr gut. Keine Zeitblöcke mehr da, ist ja wunderbar. Ja, Mann! Wozu quatschen, du bist tot! Wow! Ja, normaler Schild klappt auch. Crazy. So, jetzt drauf schießen. Nix. Wow! Ja, der hat noch geklappt. Wow! Ja, jetzt ist das passiert. Hallo! Dann kurz in Flammen ausweichen, wie immer die das sind. Ah, dort hinten. Ja, hast du das gebracht? Ja, hast du das gebracht, natürlich! Auf ein geschlossenes Auge schießen, Mann! Oh nein, nicht der schon wieder. Wo ist der überhaupt? Ah, dort hinten versteckt er sich. Das kleine Arschloch. Na, warte. Weißt du was? Ich habe keinen Bock auf dich und deshalb Bigoron-Schwert. Da müssen eigentlich 2 Hiebe genügen. Komm runter. Natürlich. Hä? Ich spring doch! Okay. Ich war offenbar zu nah dran, als ob. Ja, als ob es hätte treffen können. Ist das denn unlogisch, Mann? Ich hab zu weit weggeschossen. Na, funktioniert trotzdem noch. So, noch einmal, diesmal halt ganz normal, auf die alten tümliche Weisen. B! Ich sagte B, komm her, Mann! Du Arsch mit Ohren! Und weg ist er. Hä? Arsch mit Ohren? Er hat doch gar keine Ohren! Du, voll die epische Mucke. Also muss ich ganz ehrlich sagen, früher als Kind fand ich das schon ein bisschen unheimlich und crazy. Aber jetzt mittlerweile mit ganzen Scream-Filmen und so. Ja, ist schon, komm her. Hallo, mach das München auf! Seht diese hässliche, aufgefressene, hässliche Fresse, hey. Hast du gehört? Du bist eine hässliche Fresse! Scheiß Touristen! Und weg ist er. Tja. So kann's kommen. So, jetzt aber her mit diesen Leitstiefeln, verfluchte Scheiße, hey. Davon ist was, dann ist einfach wieder das Master-Schwert umgebunden. Die Gleitstiefel, diesen seltsamen Stiefeln, du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Ist das nicht cool? Hab Mut und vertraue den Stiefeln. Ich vertraue mir selber und garantiert nicht den Stiefeln. Gut, hätten wir das geklärt. Skulltula. Immer noch nichts, Mann. Kann doch wohl schwer sein! Das ist doch groß jetzt. Hat sie echt nichts? Nö. Hier ist alles ruhig. Da sonst auch nichts. Auge der Wahrheit, siehst du was? Nö, auch das Auge ist blind, also gehen wir weiter. Natürlich zurück. Gut, mal kurz gucken. Wir haben noch 2 Schlüssel. Das trifft sich sehr gut.
Ach stimmt, das kann ich haben. Ich wollte gerade ausrüsten, sprich irgendwie auf den C-Stick legen, aber geht ja nicht mehr. Beziehungsweise noch nicht, das war ja erst bei sagt schon, genau, beim Remake so. Ja. Und tschüss. Ganz geschwind. Wo bin ich hier? Hilfe, lauf mich! Wo bin ich? Hallo? Wo ist die Tür? Da ist ja. Da ist die Tür! Und jetzt geht's endlich weiter. Hier oben bin ich fertig, oder? Yep, auch keine Skulpturas mehr, wo auch immer die restlichen vier noch sein sollen. Gibt ja auch fünf in dem Tempel. Fällt dann mitten noch eine Kiste und hier unten so viele. Ist ja Wahnsinn. Kann doch gar nicht mehr so viele Schlüssel geben hier. Wow, das war knapp. Ich habe beinahe noch den Kopf angesenkt, aber nur ganz beinahe. Nur beinahe. So, und da unten ist noch ein Strahlenzyklop. Hallo, du da. Bin da, wer noch? Servus. Wow. Hat der eine seltsame Begrüßung hier? Naja. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Aha, wo ist Donnersturm? Hätte mir noch helfen können. Ach ja, übrigens, oder? Ah, nee. Oh oh, servus. Moment, hier unten war doch irgendwas Kultula. Haha, ich hab dich nicht vergessen, Kleiner. Und du mir offenbar auch nicht. Ach, nicht da oben. Wow! Na klar, bis hier unten hin. Bist du wohl wahnsinnig. Alter Schwede. So. Da unten ist auch noch einer. Jetzt machst du mit dem ignorieren, wa? Hallo! Dann trifft er mich noch, oder? Nö, dem ist nicht egal. Sehr schön. Ah, endlich bin ich wieder hier. Sehr gut. Ah! Oh, mein Ellbogen, was ist jetzt wieder los? Hab zu lange heute aufgestützt. Dämlicher PC-Job, ja. Ach so, das war der Weg, genau. Ich erinnere mich wieder. Ja. Und auch da. Auch an den habe ich mich erinnert. Wenn auch fast zu spät. Auch da erinnere ich mich. Hä? Was ist da los? Ich bin gelähmt. Hallo, Donnerblume, bist du schneller sprießen, wenn ich bitten darf? Mann ey, was benutzen die hier eigentlich für einen Dünger? Viel zu langsam. Und hoppala. Gut, ich denke mal, das muss ich nicht mehr aktivieren, oder? Hab ich jetzt hier hinten alles? Yep. Hier habe ich alles, also weiter. Muss ich das Auge eigentlich aktivieren? Ich weiß gar nicht wofür da, also das Auge da. Achso, ja. Stimmt, hierfür war es ja, weil diese unsichtbaren Blöcke jetzt wieder irgendwie sichtbar und begehbar geworden sind. Also sprich, nicht nur unsichtbar, sondern auch unbegehbar, aber sind jetzt wieder da. Mann. So, für die ganzen Nebengeräusche so mit der Tastatur. Die ganzen Klicke da, ich weiß, ein bisschen nervig, aber es hat der GameCube-Controller. Ist nicht mehr der neueste. Nein, habe ich das aktiviert. Hab genug Magie, wow. So, und jetzt schon mal die Gleitstiefel ausrüsten, das erste Mal überhaupt. Naja, so oft brauchen wir die sowieso nicht. Oh nein, ist hier oben wieder, come on! Oh. Sag bitte nichts. Ist er wieder hier oben? Och nö! Kann zum Arsch lecken! Au, oh, danke schön! Autsch, geköpft auch noch, was ist heute los? Wuhu, das war knapp! Das war arschknapp! Verdammter Arsch! Aber egal! Und die Gebrüder Stahlfoss sind auch wieder da! Der natürlich auch, na klar! Den Schilder ist dem natürlich scheißegal! Hey, jetzt reißt mir aber langsam! Dieser verfluchte Scheiße, er wollte mich verarschen! Der Jauch! Der sowieso! Gib mir Herzen! Na, Herzen?
Dankeschön. Der Ober kriegt sich nicht mehr ein, ist ja sehr schön für ihn. So, wieder hier und jetzt. Jetzt, was mache ich jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht klappt es ja, wir können es mal testen, oder? Und nein, ich will mich eigentlich nicht zurückbeamen, denn soweit ich mich erinnern kann, kann ich den doch auch aufheben. Was Horus Kräfte beschworen, zum Teleport zurück. Teleport entfernen, bingo! Ja. Nicht Teleporter hier setzen, geht das? Ja! Das müsste theoretisch funktionieren. Theoretisch. Ich andererseits gehe aber kein Risiko ein, sondern habe noch ein anderes. Hallo, du Arsch! Ah, wieso tue ich mir das eigentlich an? Ganz ernsthaft, wieso will ich hier Masterquest zu Ende zocken? Sind das jetzt sowieso nur die wenigsten von euch? Ganz ehrlich, Freunde, ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach. Wie ein folgsames Hündchen. Nee. So schon nicht. Ich will ja auch mal ein Spiel komplett haben. Das war eigentlich einer der drei Gründe, habe ich auch noch nicht so erwähnt, war. Einer der drei Gründe, warum ich Let's Player wurde. Und zwar, damit ich ein bisschen, einen ganz kleinen Druck habe, um die Spiele, die ich auch anfange, auch wirklich komplett abzuschließen. Einmal hier als kleiner Insider erzählen, auch wenn es eigentlich viele von euch bereits wissen dürften. Es gibt nämlich von mir, wieso ich jetzt hier lang gehe, erzähle ich gleich. Ich habe nämlich einige Spiele, die ich... Oh nein, hier war gar keine Tür. Ups. Naja, wisst ihr, ich wollte es eigentlich hier durchgehen, um mich dann abzusichern, falls wir da herabstürzen, dass dann hier wieder rauskommen. Aber hier ist ja gar keine Tür. Ja, einer der drei Gründe, warum ich Let's Player wurde, war ja eben, damit ich sicher auch die Spiele, die ich mal anfange, auch garantiert zu Ende spiele. Das ist einer der drei Gründe, weshalb ich Let's Player wurde. Okay, okay, Pandora's Tower ist bisher noch eine Ausnahme, aber ganz ehrlich, Pandora's Tower zocke ich auch noch fertig. Aber momentan noch in der Pause. Hm. So springen und dann die Gleitstiefel an? Klappt es überhaupt? Dann mit einer Hechtrolle rüber. Wäre ja eine Variante. Yep, so geht's garantiert. Wieso? Brauchen die Gleitstiefel Magie oder wie sieht's aus? Ach nee, das ist auch wieder Wahrheit. Upsala, mein Fehler. Egal, wir sind hier. Juhu, ich freue mich so. Ach, das war der Raum. Ach du Scheiße. Nette Zombies. Und immer noch keine Skulti. Ich krieg hier langsam die Krätze. So, was will ich eigentlich machen? Feuerpfeile? Nee. Enterhaken brauche ich. Dienstfeuerentferner bisher noch nicht. Genau, die Ocarina. Und hoppala. Ups, falsches Lied. Jetzt wollte ich schon wieder die Hymne der Zeit spielen. Hey, was ist das los? Aber ist typisch Master Quest, muss das Lied schon viel zu oft zocken. So, okay. Jetzt sind weg, also verpiss dich, Mann! Verpiss dich, Mann! Verpiss dich! Ja. Einer hört er mal. Einer. Und du bist gleich tot. Da drehe ich noch langsamer rum. Eine neue Truhe ist ja schön. Komm ich hier? Nö, natürlich nicht. Irgendwie mit Greifwerb. Ich sag immer Greifhaken, es ist nicht Skyward Sword! Und auch nicht Twilight Princess, wobei da war es der Doppelhaken. Was ist da runter? Da komme ich garantiert hoch, das ist mir klar. Dein guter Sprung! Wohl ja ein schlechter Sprung. Ahem. So. Wo war ich gerade? Ach ja! Guter Sprung! Ein anderes Mal. 5 Rubine! Ist das nicht super? Ja. Fach mir sonst was ab. Ist überhaupt so?
Nee, hätte mich auch gewundert. So, Trick 17 funktioniert auch meistens. Ich betone absichtlich meistens. Dann hole ich noch die da! Die da so frech runterhängt. Genauso wie die da oben. Und dann habe ich es bald auch schon. Ja, jetzt. Uah, Hilfe. Die da klappt das auch. Bingo! Fällt nur noch eine! Ne, da drüben fehlt noch eine. Da müssen eigentlich sogar drei fehlen, oder? Hier oben ist auch noch eine. Bingo. Jetzt erstmal brauche ich die da, das heißt richtig hinstellen und dann direkt heranziehen. Na, funktioniert? Ich sehe es nicht, also müsste es funktionieren. Doch, ich sehe es noch knapp. Und habe ich sie! Bingo! Ach, ist das schön, wenn ein Plan funktioniert, würde jetzt Hannibal sagen. Aber ja. Der gute Hannibal vom A-Team ist leider auch mittlerweile schon verstorben. Warum klappt das so? No. Ich glaube, langsam haben sie extra gemacht, wa? Die Entwickler des Spiels. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt komme ich nicht mehr durch die Tür hier unten. Ja, vielen Dank auch. Wie komme ich? Das ist ja super. Jetzt kann man nicht mehr durch die Tür und hat die Arschkarte gezogen. Hä? Was geht denn hier ab? Hier war ursprünglich einmal was. Mittlerweile sind nur noch Gänge leere. Seltsam. Auge der Wahrheit aktivieren, sicherheitshalber. Und mal gucken, was hier so Schönes hat. Oh. Einer der Gebrüder Stahlfoss! Wieso Gebrüder sind, ist nur einer? Sage aber auch bei dem nicht. Komm her, Mann. Haha, ich hab dich erwischt! Na, fall runter. Fall runter. Fall down! Machst du mal langsam. Mann! Die nächste Phase ist bald fällig. Ich spüre die Fee bereits unruhig in ihrem Gefängnis zittern. Sprich halt dem Glasgefängnis, war der Flasche. Oh Mann. Gut, das war's. Hä? Was, zumindest noch einer? Das ist ja nicht unsichtbar, oder? Ah, da ist er! Ist er unsichtbar? Nö. Oh, er ist nicht unsichtbar, aber ich wünschte, er wäre dafür. Ich müsste nicht so riechen. Das ist aber ein seltsamer Gegner. Hat sich einer so platt machen lassen? Gibt's denn sowas, wa? Oh Mann, es gibt Piepse, es geht mir auf den Zeig, kann ich die Fee auch so gebrauchen? Können vermutlich schon, will ich aber nicht. Da-da, da-da, ja. Wir haben laufend gepiept, Mann. Das ist schlimmer als ein Wecker. Und das alles für 20 Rubine hat sich ja gelohnt, hey. Vor allem hat es sich deshalb gelohnt, weil ich nicht mehr da hochkomme. Seht ihr? Keine Chance mehr. Es muss irgendwie gehen. Ja. Es muss, wie genau weißt du nicht. Aber wisst ihr was? Geh mal auf die Senkel. So. Werden wir mal gestorben. Und eine liebe Fee belebt uns aufs Neue wieder. So, weg hier. Ah, das Piepen wäre mir los, aber auch wenn das Piepen weg ist, wie geht's hier weiter? Ich muss doch die Schlüsseltür.
Ja, ich sehe schon. Gleitstiefel! Möget ihr gleiten! Haha, Trick 17. Ob es wirklich so geplant war, keine Ahnung. Das klingt nicht gut. Was sagt die Karte und ich höre jetzt eine Musik oder das kommt vom Nachbarn? Ach du Scheiße. Jetzt nervt er mich auch noch. Ah, wir kommen hier genau zum Schiff rüber. Das ist das super. Was haben wir denn für eine Abkürzung? Oh, was war der Teil? Oh, das war das Gebiet. Der weht mich weg. Stimmt ja. Autsch, autsch. Ich hab dich gesehen. Komm runter. Willst du sterben? Das war eine eindeutige Antwort. Und wenn wir schon von Gegnern sprechen, die hier vom Himmel runterregnen, was könnte man schon fast sagen, wo sind eigentlich die Wandkrabscher? Oder Deckenkrabscher, wie auch immer. Ich vermisse die irgendwie. Weil ich meine, es ist ein Schattentempel und da müssten die doch eigentlich in hoher Zahl vorkommen, oder? Wow! Na, hörst du mal auf, ich möchte gerne rüber. Dankeschön. Gut, und runter, Link. Was kannst du... ja. Hier die Gleitstiefel ist auch eine super Idee. Muss ich einfach mal sagen. 1A vor allem für den schnellen Fall, wohlgemerkt. Ja, die normalen sind auch nicht viel besser. So, wird ein Schuh draus. Voll Eisenschuh. Ich weiß, da kann ich noch entlang, aber erst später, weil hier gibt es noch eine Kiste. Und vielleicht endlich mal ein Skulptur, toller Mensch. Oh,